Der Weg zum Himmel. Auf einem Acker lebte ein Ehepaar in fortgeschrittenem Alter. Es wohnte in einem kleinen Haus, das sich kaum von einer Feldhütte unterschied. Der Acker des Paares war nicht groß, doch konnte es von seinem Ertrag bescheiden leben. Er lag weit entfernt von einem Dorf, von der Stadt nicht zu reden, für sich allein in der Nähe des Waldes. Wegen ihrem hohen Alters und weil sie ein ruhiges Leben führten, wuchs in den Herzen der beiden alten Leute der Wunsch, den Koran zu lernen und sich im Glauben zu vertiefen, damit, wenn sie einmal tot wären, in den Himmel gelangten. Nie zuvor hatten sie eine Gelegenheit besessen, den Koran zu studieren, denn von Jugend an hatten sie hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Weil aber das Grab herangerückt war, dachten sie an das Jenseits und an alle Höllenqualen, von denen sie durch das Gerede der anderen Leute vernommen hatten. Wenn sie so in der Küche saßen und sich am Feuer wärmten, sagte der Großvater häufig mit tiefer Stimme zu seiner Frau: »Ah, wann werden wir in die Religionsschule gehen, um den Koran zu studieren, Nini?« Die Großmutter antwortete dann, wobei sie ein Holzscheit nachschob, um das Küchenfeuer zu vergrößern: »Ja, es ist wohl unser Los gewesen, in Blindheit gegenüber dem Glauben zu leben. Darüber sind wir recht alt geworden. Es wäre wohl an der Zeit, den Koran zu studieren, nicht wahr?« »Das waren meine Gedanken. Wann werden wir in die Religionsschule gehen, um den Koran zu studieren?« »Aber wenn wir in die Religionsschule gehen und den Koran studieren, wer wird dann unseren Acker bestellen? Denn wenn unser Acker nicht bestellt ist, woher sollen wir dann etwas zu essen nehmen?« »Das ist wahr«, antwortete da ihr Mann und grübelte weiter. Sein Gesicht zeigte den Kummer, mit dem er daran dachte, dass es ihnen unmöglich sein sollte, den Koran zu studieren. Für eine Weile schauten beide schweigend in die züngelnden Flammen, die das Wasser, das sie zum Kochen aufgesetzt hatten, zum Sieden brachten. Auf einmal hob der Großvater seinen Kopf, schaute seiner Frau ins Gesicht und fragte: »Wie wäre es, wenn ich allein zum Unterricht wegginge? Du bleibst weiter hier und bestellst den Acker.« Die Großmutter warf ihrem Mann einen wenig zustimmenden Blick zu und erwiderte: »Du bist wirklich klug. Du studierst den Koran, um allein in den Himmel zu gelangen und die 40 Himmelsjungfrauen zu bekommen, während ich für mich zurückbleiben soll, ein sicheres Opfer der Hölle.« »Nein, nein, ich will nicht zurückgelassen werden. Es ist besser, wir gehen gemeinsam den Koran studieren.« Der Großvater grübelte weiter und dann richtete er seinen versunkenen Kopf wieder auf. »Es ist wirklich wahr«, sagte er seufzend. »Wenn wir lernen, bleibt unser Feld unbestellt. Wenn wir das Feld bestellen, können wir nicht lernen.« »So, und was ist dann das Beste?« »Einfach so«, antwortete der Großvater, nachdem er wieder eine Weile überlegt hatte. »Du allein gehst zum Unterricht. Später, wenn du etwas weißt, kommst du zurück hierher und unterrichtest mich.« »Wieso soll ich allein gehen? Du bringst es übers Herz, mich vorzuschicken?« sagte die Großmutter mit einer Stimme, als wolle sie weinen. In diesem Augenblick war von draußen zu hören, wie jemand grüßte. »Dürfen wir eintreten?« »Ja, bitte«, erwiderte der Großvater von innen. »Wer ist denn da?« »Bitte, kommt herein.« Auf diese Aufforderung hin traten mehrere Gäste ein.
Es waren Seminaristen, die gerade aus einer Religionsschule zurückkamen. Nach der Begrüßung wurden die Gäste aufgefordert, sich auf einer frisch ausgebreiteten Matte niederzulassen. Die Großmutter beschäftigte sich damit, das Wasser zum Sieden zu bringen und Knollen zu kochen. Der Großvater saß währenddessen verwirrt den Gästen gegenüber, die er nicht kannte. Noch nie waren Gäste in ihrem Haus gewesen. Mit stotternder Stimme fragte er sogleich: Ach, wir sind wirklich erschreckt durch euer Kommen, ihr Herren. Wenn man allein wohnt, bekommt man nämlich selten Gäste. Woher kommt ihr Herren, dass ihr so unversehens in diese baufällige und abgelegene Hütte gelangt seid?" Einer von den Gästen antwortete: "Wir kommen gerade erst aus einer Religionsschule, denn unsere Studien sind abgeschlossen. Unser Zuhause ist noch weit, unser Reiseproviant aufgebraucht. Zufällig sahen wir Rauch aus diesem Haus aufsteigen, und da sind wir eingekehrt." Der Hausherr freute sich sehr, als er hörte, dass seine Gäste ehemalige Seminaristen waren. Er rief seiner Frau, die gerade in der Küche beschäftigt war, zu: "Nini, der Herr ist wirklich großmütig. Schnell, bring das Wasser und das Essen her, Nini." Die Großmutter antwortete aus der Küche: "Warte doch einen Augenblick. Warum denn diese Hast? Die Knollen sind noch nicht gar." "Bring nur erst das Wasser, Nini," erwiderte der Großvater. "Uns ist Gnade widerfahren. Unsere Gäste sind allesamt Seminaristen. Sie kommen gerade erst von ihrem Studium." "Was? Allesamt Seminaristen?" schrie da die Großmutter aus der Küche. Aus ihrer Stimme war ihre Herzensfreude herauszuhören. "Welches Glück! Nein, sowas! Sicher seid ihr durstig, meine Kinder, ja? Geduldet euch! Noch einen Augenblick und das Wasser ist fertig." Die Seminaristen waren angesichts der außergewöhnlichen Freude dieser Landleute erstaunt. Sie schauten einander an, und dann fragte einer von ihnen: "Warum seht ihr denn so freudig aus, weil ihr uns als Gäste da habt, Pack? Bereiten wir euch denn nicht nur Schwierigkeiten?" Der Großvater lachte: "Ach, ganz und gar nicht, mein Kind. Das Wasser ist schon auf dem Feuer, und die Knollen haben wir selbst gepflanzt", antwortete er. "Und selbstverständlich freuen wir uns auch, Gäste wie euch, meine Kinder, bekommen zu haben." "Warum?" "Weil, meine Kinder, ihr Seminaristen seid, die soeben vom Studium des Koran zurückkommen." Die Gäste verstanden immer noch nicht. Sie fragten den Hausherrn weiter und baten um eine Erklärung. Unter Lachen antwortete der Großvater: "Wir sind schon alte Leute, aber in Fragen des Glaubens sind wir noch völlig blind. Wir wollen den Koran studieren, aber wir können es nicht, weil unser Acker bestellt werden muss." Unterdessen hatte das Wasser gesprudelt und die Großmutter stellte Kaffee und gekochte Knollen hin. "Bitte, trinkt nur erst, meine Kinder", sagte sie mit einer Stimme, die übervoll war der Freude. Die Gäste waren in der Tat hungrig und durstig und gierig bliesen sie auf die noch dampfende Speise. Während sie warteten, dass das Essen abkühlte, fragte wieder einer von der Gäste: "Wofür wollt ihr, Aki und Nini, jetzt noch den Koran studieren? Ist das nicht schon zu spät?" "Das ist folgendermaßen, Kind", erwiderte der Großvater. "Wir sind schon alt. Von klein auf hatten wir nie die Gelegenheit, in einer Religionsschule den Koran zu studieren. Jetzt sind wir schon alt und werden bald in das Grab treten." "Ja, aber warum wollt ihr denn den Koran studieren?" "Wir fürchten, in die Hölle zu kommen und möchten gern in den Himmel."
Als sie diese Erklärung hörten, lachten die Gäste schallend. Die Knollen und den Kaffee im Mund prusteten sie dabei heraus. Einer von den Seminaristen, bei seinen Gefährten als höchst leichtfertig bekannt, sagte dann lachend, als er wieder etwas ruhiger geworden war: »Wenn ihr nur in den Himmel kommen wollt, wofür wollt ihr dann den Koran studieren, Pack?« »Wie sollen wir es denn schaffen, Kind?« erwiderte der Großvater, der erstaunt mit angesehen hatte, wie seine Gäste lachten, als ob es etwas Lustiges gäbe. Der leichtfertige Seminarist sprach weiter: »Am Rande dieses Ackers ist da nicht ein Bambusgestrüpp, das hoch zum Himmel ragt?« Der Großvater und die Großmutter antworteten gleichzeitig: »In der Tat, das ist richtig. Das ist der Weg zum Himmel. Wenn ihr dorthin wollt, müsst ihr an dem Bambus bis oben zur Spitze klettern. Die Spitze des Bambus führt dann geradewegs zur Treppe vor der Himmelstür.« Der Großvater: »Ja Allah, das hätte ich nicht geglaubt. Das hätte ich nicht gedacht. Offensichtlich ist dieser Bambus nicht irgendein Bambus. Nini, unsere Augen sind von Natur aus blind. Dutzende von Jahren leben wir schon hier, haben es aber nicht bemerkt.« »Wir sind von Natur aus dumm«, erwiderte die Großmutter. »Wir sind nun wirklich nahe dabei und haben es noch nicht bemerkt.« »Jetzt aber wissen wir es nie. Darauf gestoßen von Kindern, die, obwohl noch jung an Jahren, dennoch wirklich klug sind«, sagte der Großvater. »Wie wäre es, wenn wir uns gleich auf den Weg machen?« »Ja, wir sind schon alt, und jetzt kennen wir den Weg zum Himmel.« »Worauf wollen wir noch warten? Komm«, entgegnete freudig seine Frau. Schnell und ohne etwas anderes zu achten, begab sich das vom Alter geschwächte Paar aus dem Haus zu dem Bambusgestrüpp, das ihnen ihre Gäste bezeichnet hatten. Der Großvater ging voran, gefolgt von der Großmutter. Hinter ihnen kamen ihre Gäste, die unter schallendem Gelächter ihr Verhalten beobachteten, denn sie freuten sich daran, dass sie mit den Landleuten einen Scherz hatten treiben können. Ohne nach links oder nach rechts zu sehen, stieg der Großvater und die Großmutter an dem hohen Bambus empor. Nur mit Mühe gelangte es ihnen, an den glatten Holz hochzuklettern. Je länger es dauerte, umso höher wurde es. Als sie fast die Spitze erreicht hatten, schrien die Seminaristen von unten: »Kakek, Nini, die Vögel fressen euren Acker!« Der Großvater und die Großmutter schauten sich nicht um, nur ihre Antwort war zu hören: »Wenn schon, das ist nun einmal so.« Währenddessen waren sie noch höher geklettert. Wegen des Gewichts ihres Körpers neigte sich die Spitze des Bambus, als wolle sie brechen, gebogen vom Abprall des Windes. Aber die beiden Alten waren wirklich festen Herzens. Sie fühlten keine Angst und schließlich gelangten sie an die Spitze. Da blies der Wind auf einmal mit größter Heftigkeit. Sie wurden hin und her geschaukelt, fast fielen sie nach unten. Dann legte sich der Wind wieder und ihre Körper waren verschwunden. Sie waren nicht mehr da, wer weiß wohin. Die Seminaristen, die zugeschaut hatten, erschraken, als sie sahen, dass der Großvater und die Großmutter nicht gefallen, sondern verschwunden waren. Erstaunt sahen sie einander an. Der leichtfertige Seminarist öffnete am ehesten wieder seinen Mund und sagte zu seinen Gefährten: »Seht nur! Offensichtlich ist dieses Bambusgestrüpp tatsächlich der Weg zur Himmelstreppe. Sie sind verschwunden. Ich finde es gut, ihnen dorthin zu folgen. Wenn man schon den Weg zum Himmel kennt, warum sollte man da noch länger auf der Erde leben?« sagte jetzt ein anderer. »Es ist besser, ich gehe mit.« Als die beiden zu dem Bambusgestrüpp hinliefen,
folgten ihnen alle ihrer Gefährten. Keiner, der zurückbleiben wollte. Um die Wette erkletterten sie den Bambus. Als sie schon recht hoch waren, fing der Wind wieder an zu wehen und die Bambusspitze neigten sich. Fest klammerten sich die Seminaristen an den Stamm. Sie schauten sich an, weil sie fürchteten zu fallen. Ihre Augen irrten umher. Ihr Verlangen war geschwunden. Ihre Augen flackerten. Ihre Lippen zitterten. Überall an ihren Leibern wuchsen Haare. Sie schrien, aber was zu hören war, waren keine menschlichen Stimmen mehr. Sie alle waren zu Affen geworden. Da kletterten sie wieder herunter und plünderten die Früchte der Felder.